Und wir haben ja in Europa zurzeit eine sehr spannende Situation. Da gilt heute Merkels Law. Merkels Law lässt sich mit zwei Grundgesetzen beschreiben. Das eine ist, Sie können der letzte Sektierer von ganz links oder ganz rechts sein in Griechenland. Sie müssen nur sagen, Sie sind gegen Merkels Politik und schon werden Sie gewählt. Und das andere Axiom dieses Gesetzes ist, und das ist das Schlimmste, was einem Wahlkämpfer passieren kann, Sie werden von Frau Merkel unterstützt. Dann werden Sie nämlich abgewählt. Dieses Schicksal teilt Jos de Jager mit Nicolas Sarkozy und Norbert Röttgen hat das noch vor sich.